Bonjour und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Medieval 2 Total War, die imperiale Kampagne mit den Franzosen. Es ist jetzt ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich muss mich nochmal gerade so ein bisschen hier in die Situation hineindenken. Ich glaube, wir waren exkommuniziert worden, ist das richtig? Jawohl. Okay. Also, wir sind exkommuniziert und ich habe gehört, das kann darin resultieren. Am liebsten die portugiesische Prinzessin, weil die mir die ganze Zeit davonläuft. Ja, also wir sind exkommuniziert und ich habe mir sagen lassen, dass es sein kann, dass die heilige Inquisition kommt, um uns hinzurichten. Also bauen wir noch einen Meuchelmörder. Und den bauen wir deswegen, damit wir die Inquisitoren abschlachten können, die zu uns rüberkommen werden. Und das werden sie, ja. Schauen wir nur ganz kurz hier. Hier bauen wir noch ein paar Truppen, jawohl. Denn ich gehe auch davon aus, dass wir uns hier zur Wehr setzen müssen. Warum habe ich da vorhin eigentlich keine Farm gebaut? Der Bogner, jawohl. Ach so, weil ich davon ausgehe, dass die Portugiesen mich angreifen. Ich glaube, das war's. Ist das richtig? Senor. Befehle? Das ist richtig. Ich bin leise und. Ja, ich habe 28%. Ihr habt dein Ziel im Sinn, oui? Ja, ich habe da schon was im Sinn. Benennt nur das 36. Ziel. Hier haben wir schon geschlachtet. Befehle. Oder wie heißt es noch so schön? Ich werde sie abschlachten. Und wir belagern Nottingham. Und Nottingham wollte ich erobern. Sie werden es bereuen, sich mit Frankreich angelegt zu haben. Genau. Das machen wir auch. Da ist nur der Junge da drin. Das machen wir automatisch, würde ich sagen. 6 Männer verloren, immerhin. 7 Einheiten Bauernbogenschützen. Na super. Dann haben wir die nächste englische Stadt eingenommen und ich kann euch jetzt auch mal, wir machen Siedlung ausrauben. Also, meine Strategie jetzt hier bei dem Spiel sieht folgendermaßen aus. Die Engländer haben, wenn ich mich nicht irre, noch eine einzige Siedlung hier oben. Das müsste York sein. Und wir holen uns jetzt noch York, vernichten die Engländer, haben damit einen großen Teil unserer Siegbedingungen erfüllt. Wir haben dann halt zwar noch nicht genug Regionen, wir haben ja momentan 30, wir brauchen 20, aber wir haben dann immerhin schon mal England ausgeschaltet. Das ist also mein Ziel. Und dann schwätzen wir mal hier. Kann ich etwas für euch tun? Ja, erstmal kriegt ihr Handelsrechte von mir. Wir haben nichts daran. Ihr habt noch einen Vorschlag? Ja, ihr kriegt meine Karteninfo für, sagen wir mal, Wohlstand mager. 600, ich habe doch echt ultra viel Karteninfo. Kein schlechtes Angebot. Na also. Okay, wir könnten jetzt noch versuchen, ein Bündnis mit den Schotten zu holen. Ist die Frage, ob sie ein Bündnis wollen. Das wäre, glaube ich, ganz gut gegen die Portugiesen. Aber ich glaube, die Schotten werden uns eher angreifen. Eure Zeit war kostbar. Habt Dank. Ja, bitte, bitte, gern geschehen. So, dann gehst du mal hier hin. Très bien, Seigneur. Hier stoppe ich, Seigneur. Wir bauen eine Straße. Wir reparieren die Gebäude. Wir holen uns 3 Einheiten Bogenschützen. Die sind auch nicht so teuer. So, der Adelsrat sagt, wir müssen den Hafen von Nottingham nicht mehr belagern. Sensationell. Dann können wir uns ja jetzt um die Portugiesen kümmern. Oui, mon roi. Volle Segel. Heute segeln wir nicht weiter. Musst du auch gar nicht. Ein Befehl. Wenn ich da hoch will. Muss ich ja quasi hier lang, ne? Seigneur, stelle dem Feind ihr eine Falle. Der muss ja da sein, ne? Unterwegs. Okay, da ist er schon mal. Wo sollen wir zuschlagen? Das heißt, wir können auch direkt York belagern.
Es sind nur 3 Einheiten. Seigneur. Seigneur. Okay, let's make it so. Nein, nicht dahin, nicht dahin, du Vollidiot. Du musst doch vorne dran. Warum will er das nicht? Okay, also gut, ich komme auch noch dahin, dann machen wir es halt so. In Herrgotts Namen. Dann hat die arme Seele ihren Frieden. Wir bauen 3 Rammböcke. Sie können nicht entkommen. Ja, das sind schon die Schotten. Genug gewartet. Greifen wir nun die Mauern an. Wie ihr wünscht. Ja. Vereinen die Truppen, Seigneur. Nee, die ziehen wir nicht zusammen. Befehle? Die nehmen wir komplett mit. Seigneur. Seigneur. Also er kann Nottingham belagern, wenn er will. Wir haben dann nächste Runde 3 Einheiten Bogenschützen drin. Sollte er dann nicht mehr so leicht schaffen. Die Ritter können wir eigentlich drin lassen. Herr wünscht, mon roi. Wir müssen uns dann halt irgendwann auch um ihn kümmern. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu besiegen, edler Feind. Ich finde das schön, dass er mich edler Feind nennt. Oui, mon roi. Es ist mir eine Ehre. Mir ist es auch eine Ehre. So, in der letzten Schlacht muss ich dann alle Monty Python-Sprüche über die bekackten englischen Frischbiertrinker raushauen, wie es so schön heißt. Die sind ja alle unterhaltsfrei, insofern. Befehle? Ja, nimm den mal direkt hier mit in die Armee. Führen die Armeen zusammen. Genau. Oui, mon roi. Wie viel Loyalität hat der Junge? Der ist gut, der wird nicht überlaufen. Denke ich mal zumindest. Es ist mir eine Ehre. Also müssen wir einen Wachturm bauen. Auf dem Weg, Seigneur. Zwar hier oben irgendwo. Richte hier ein Lager, Seigneur. Heute geht es nicht weiter, mon roi. Gut. Bern hält noch 6 Runden durch. Ist die Frage, ob wir hier nochmal verstärken wollen. Oder ob wir nicht einfach hier unser Muskelspiel mit den Mailändern veranstalten. Wer muss beseitigt werden, mon roi? Ihr habt ein Ziel im Sinn, oui? Du bist halt noch nicht so gut, ne? Kaltblütiger Mörder. Sabotage oder Kehlen aufschlitzen? Beides. Und zwar in der Reihenfolge. Ja, wir brauchen mehr Attentäter. Vor allen Dingen, wenn die Inquisitoren hier angeschissen kommen. Ja. Gut, alles klar. Dann schauen wir uns mal an, was die nächste Runde bringt. Ach, den Burschen habe ich vergessen, sein Mist. Der meint wohl, ich hätte ihn nicht gesehen, oder? Ui. Kandidat zur Adoption. Der ist gut. Der ist sehr gut sogar. Ich glaube, ich brauche noch einen General, oder? So, blockiert den Hafen. Adelsrat. Mindestens 2 Runden. Hafen von Lissabon. Ah ja, dann machen wir uns da mal auf den Weg hin. Bereit zum Segeln. Schippe mal hier hin. Wir holen uns an Karn noch ein Schiff, würde ich sagen. Okay, wir belagern immer noch York. Dann werden wir jetzt York gleich angreifen. Senior. Oui, sofort. Très bien, Seigneur. Das ist echt so der Witz, dass die Portugiesen hier sind. Oui, Seigneur. Ich mache morgen weiter. Okay, ich werde ihnen noch einen Waffenstillstand anbieten. Und wenn sie den ablehnen, werde ich mir einfach Canavan holen.
Erfolgreicher Dschihad Bagdad wurde also eingenommen. Sehr schön. Von den Ägyptern. Sebni Levadi, Ungläubiger. Was? Ich rede nicht mit euch, Ungläubiger. Gut, dann schwätze ich auch nicht mit dir. Sebni Levadi, Ungläubiger. Ich bin so, können wir die abschlachten? Ihr habt dein Ziel im Sinn. Ah, das ist eine Byzantinerin. Benennt nur das Ziel. Byzantinische, 36. Ihr habt dein Ziel im Sinn. Ja, wir gucken mal. Sabotage oder Kellen auf erstmal gehen wir den Baubericht durch. Marseille. Marseille. Marseille baut mir mal ein Rathaus, würde ich sagen. Angers hat ein Rathaus gebaut. Dann würde ich sagen, bauen wir mal eine Ortswache. Toulouse hat eine Farmgemeinschaft gebaut. Dann wollen wir entweder die Ortswache oder das Rathaus. Ich würde aber sagen, wir machen mal das Rathaus zuerst. Reims hat das Rathaus gebaut, dann, Stadtgarde, ich weiß nicht. Können auch eine Kirche bauen. Wir bauen mal die Kirche. Die dauert 2 Runden, das wird seiner Heiligkeit bestimmt gut gefallen. So, dann könnten wir hier mal die Ställe weiter ausbauen, damit wir an ein paar bessere Ritter kommen, denke ich. Das ist ja auch irgendwie so unser Ding. Genau, der Bogner ist hier fertig. Brügge baut jetzt die Straße. Oder den Markt. Bauen mal den Markt. Caen könnte eigentlich die Fruchtfolge weiter ausbauen. Ist halt nicht so ganz billig. Ja, dann bild das da mal noch fort. In Caen lasse ich mir mal noch Zeit. Obwohl, wir könnten auch noch eine Kapelle, hä? Gucken wir mal. Nottingham baut einen Trampelpfad. Dann bauen wir hier mal die Farmgemeinschaft. Ob wir die Ritter jetzt fortbilden, das weiß ich noch nicht. Wir bauen hier die Fruchtfolge. So. Wir können sie fortbilden. Steht schon mal fest. Brauche noch 2 Einheiten Stadtmiliz hier, denn ich möchte mit den Speermilizeinheiten gerne gegen Prinz Harold kämpfen. Rekrutierungsbericht, den gucken wir uns mal ganz kurz an. Paris, Marseille, Metz, Brügge, London, Nottingham und hier unser Attentäter. Genau, dem Burschen zeigt mir den mal gerade. Wer muss beseitigt werden, mon roi? Das werde ich dir gleich sagen. Wir müssen erstmal gucken. Ihr habt dein Ziel im Sinn, oui? 33%, 21%, Ziel, 17. Oder Kellen aufschlitzen, Herr. Versuch mal dein Glück hier bei Hauptmann Harold. Oh, ich glaube, wir sind aber noch entkommen, oder? Gut, 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 gut. Der Tod geht um. Schade. Wessen Leben soll enden? Ihr habt dein Ziel im Sinn. Wir brauchen halt schon jemanden, der anfällig für Attentate ist. Sabotage oder Kellen aufschlitzen? Lauf mal wieder hier rüber. Nähere mich leise. Wir holen uns noch einen Attentäter in Dijon. Senor. Wer muss beseitigt 28, 36, Hauptmann Matteo. Sabotage oder Kellen aufschlitzen? 57, ja, den versuchen wir. So, und diesmal? Perfekt.
Perfekt. Wie viele Punkte hat denn der jetzt? 2. Schade, er hat kein Merkmal gekriegt oder hat er ein Merkmal gekriegt? Merkmal verloren, unser Philipp, das ist egal. Ja, ja, der ist 50 Jahre alt, der kann ruhig mal jetzt so seine Ritterlichkeit an den Nagel hängen, das ist mir so egal. Ich bin ja eh exkommuniziert worden. Wird das mal vielleicht mit einer anderen Fraktion machen. Weiteres Merkmal erlangt, ja, das ist unser Attentäter, cool, der Christoffel. Der Christoffle, Sesset, nee. Erfolgreich, Hauptmann Siegfried. So, wir haben noch einen. Ich bin leise und 49 und 83. Nehmen wir die 83. Moment mal. Ihr habt dein Ziel im Sinn, oui? Ah, ich komme nicht dran, ne? Ich kann es jetzt echt nicht sehen, ob ich da dran komme. Das darf doch nicht wahr sein. Sabotage oder Kehlen aufschlitzen, Herr? 53. Das Ziel, 49. Sabotage oder Kehlen aufschlitzen, ui. Herr? Ihr habt ein Ziel im Sinn, ui? Benennt nur das Ziel, Moa. Könnte ich meine eigenen Attentäter umbringen? Nein, okay, gut. Sabotage oder ja, wir versuchen es dann nächste Runde bei ihm nochmal. Ich nehme da lieber das sichere Attentat. Gut. Also wir sind überall auf Rang 1, außer Finanzen. Da konnte uns Mailand wohl so ein bisschen noch Paroli bieten. Gut. Aber die Mailänder werden auch nicht mehr so viel Spaß haben. Sobald wir Bern eingenommen haben, sind die nämlich ziemlich geliefert. Und wir müssen mal gucken, ob wir uns noch Ajaxo holen. Dann könnten wir halt, dann hätten wir also eine schöne, dann hätten wir Genua also schön umzingelt hier auf dieser Linie. Vielleicht machen wir das noch zu einem späteren Zeitpunkt. Ich habe 10 Runden Zeit für die Hafenblockade. Also hier unten. Wir holen uns noch ein Schiff. Admiral Martinho, das ist nur ein Schiff. Gut, alles klar. Ne, 2 Schiffe. Er hat keine Truppen an Bord. Das ist das Wichtige. Sehr, sehr gut. Dann werden wir mal York angreifen. Wir marschieren gegen unsere Opfer, Senor. Ach echt, wir können noch eine Runde warten. Das haben wir. Stadtmiliz und das dürfte wohl auch Stadtmiliz sein. Gut, ne, dann greifen wir York direkt an. Wir werden sie abschlachten. Also, was hat er? Speermiliz, Stadtmiliz und... Der heißt, William the Conqueror. Okay, alles klar. Ich dachte schon, warum heißt der Wilhelm der Eroberer? Ich glaube, der hat bisher mehr Territorien verloren als erobert. Aber ja, aus historischen Gründen sollte es ja dann William the Conqueror sein. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Gutes Wetter. Können wir direkt mit der Positionierung anfangen. Suchen wir uns eine schöne Stelle. Das hier sieht gut aus. Das hier sieht recht gut aus. So, und das erste, was die Bogenschützen machen, ist, sie schmeißen mal das Teil weg. Sperrträger! So, dann zeigen wir es mal diesen bekackten englischen Frischbiertrinker. Ihr trinkt doch nach dem Onanieren kaltes Wasser, heißt es so schön bei Ritter der Kokosnuss. Also für alle, die diesen Film noch nicht kennen, den muss man gesehen haben. Monty Python, die Ritter der Kokosnuss. Ich glaube, die sagen auch diesen Spruch, oder? Ach nee, Moment mal. Oder da werden sie gefragt. Also es geht halt irgendwie darum, sie suchen ja den Heiligen Gral und wollen also... finden also das Schloss von Guy de Lombard und fragen ihn halt irgendwie und fragen halt einen von diesen französischen Wachmännern da oben und fragen sie, kommst du aus Frankreich, mein Freund, oder sowas ähnliches. Er sagt dann, natürlich komme ich aus Frankreich, wo hätte ich sonst diesen beschissenen Akzent? Ja, und also das ist echt einfach eine unbeschreiblich gute Stelle. So, gucken wir uns das mal an. Also, wo sind die Frischbiertrinker? Da sind sie. Die englische Stadtmiliz. Und das ist Guy de Lombard. Nein, das sind ja wir.
Das ist Guy de Lombard. Ich habe ihm gerade gesagt, dass Lombard einen hat. Okay, ihr müsst euch den Film angucken, der ist halt endgenial. So, wir geben ein bisschen Git. Oh, warte, wir gehen mal zurück. Klappt das? Mach das Feuer aus. Ach komm, wir scheißen auf die Kollateralschäden. Wir sind durch die feindlichen Mauern! In die Bresche für Ruhm und Sieg! Warten wir mal gerade noch ein bisschen ab. Wir haben noch Munition. Mach das mal so. Na, wir haben da immerhin ganz ordentlich was erwischt. Der Feind ist schwer getroffen. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Ja, und zwar nur gegen meine Bogenschützen, möchte ich sagen. Was macht ihr da für einen Quatsch? So. Schießt bitte auf die, denn die da werdet ihr nicht treffen. Haben die so eine Art Testudo oder was? Naja, also wirklich gefährlich sind die jetzt nicht. So, dann greifen wir mal an. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Ja, das ist doch exzellent. Ne, haltet mal an. Wir wollen ja natürlich noch hier unseren Super General, super heftig General, wollen wir natürlich noch mit dazu nehmen. Grâce à Dieu, wir haben die feindlichen Mauern eingenommen. So, dann greifen wir ihn mal an. Bonjour Saint-Denis! Unsere Flucht! Unsere Männer haben das Kommando über die Stadt verloren. Naja, wir haben es bald wieder. So, von zwei Seiten. Die Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Und das ist er wohl. Der feindliche König wurde erschlagen. Ein würdiger Gegner, aber dennoch tot. Wir müssen unseren Vorteil nützen. Aber der Spruch war gut. Ja, die Lanze hilft dir da nichts mehr. Da muss doch irgendwo eine Einheit sein. Wo ist sie denn? Ich verstehe es gerade nicht. Ach nein. Da ist eine Einheit Stadtmiliz. Na komm. So, das war's jetzt aber. Wird den Sieg, den wir heute errungen haben, bewundern. Davon gehe ich aus. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. 51 Mann verloren. Ja, das ist ganz in Ordnung.
Also wir haben ja nur Sperrmiliz verloren und wir hatten jetzt ja nicht so Elite-Truppen dabei, aber das ist ja irgendwie immer so ein Kennzeichen meiner Taktik. Nicht mit den teuren Elite-Einheiten hier rumrennen und verlieren, sondern halt den Popelkram, den man überall wieder fortbilden kann. Und ich glaube, das ist diesmal auch wieder sehr gut aufgegangen. Und damit müssten wir England vernichtet haben. Sieg! Wir haben die Verteidiger zerschmettert. Ja, die Siedlung gehört euch. Wir werden sie ausrauben. Sonst haben wir nicht genug Geld, um die Sache hier, um die Stadtmauer zu reparieren. So, da sind die Schotten. Aha. Ein Befehl. Wir haben noch eine ganze Sir. Menge Bewegung. Ich Oui. speichere das mal ganz kurz, denn ich würde gerne einen Wachturm bauen. Oui. Bauen wir mal hier einen Wachturm hin. Niemand soll Frankreichs Augen entgehen. Ja, das ist doch schön. Da sehen wir auch direkt, was abgeht. Unterwegs. Okay. So, wir rekrutieren mal eine Einheit Sperrmiliz. Wir reparieren die Holzmauer. Haben wir hier ein Bordell? Ja, haben wir. Das reißen wir direkt ab. Ledergerber, kleine Kirche, Bordell, Holzburg. Na, da gehen wir mal mit dem Steuersatz noch ein bisschen hoch. In Edinburgh können wir gar, oder Edinburgh können wir gar nicht so hoch gehen, oder? Nee, was ist, ach nee, es ist Nottingham. Meine Güte. Ich bin verwirrt. Ja. Naja. Brügge ist nicht so optimal. Gucken wir mal noch so einen Pfarrer. Bereit. Oui, Seigneur. Mon Genau, roi. zünd mal den Ketzer hier an. Wer muss sich rechtfertigen? Ja, genau, klar. Oui, Jetzt mon ist roi. der. Könige unterliegen Göttern wie mir. Was? Das Der Papsttum Ketzerei Rom verfallen, natürlich. schenkt Ey, der ihnen Typ hatte 5 Punkte. keinerlei Beachtung, Seigneur. Da Fuck. Ist das ein Rotz? Machen wir den Markt. Ne, wir müssen den Markt machen. Ja, oder wir machen die Straße. Wenn ich mir hier einen Priester hole, verliere ich den eh direkt wieder. Mach den Markt, der bringt Kohle. Es ist mir eine Ehre. Ui. Könige unterliegen Göttern wie mir. Das Papsttum lügt, schenkt ihnen keinerlei Beachtung. Das muss daran liegen, dass ich exkommuniziert wurde oder irgendwie sowas. Und der Typ sah eher aus wie eine Nonne, aber vielleicht hat er auch ein Faible für Wer muss Frauenkleider. dies Ich weiß es sein? Ein nicht. Befehl? Ja. Mon roi. Zweimal Ihr Ritter. wünscht, mon roi? Befehle. Könnten wir hier eigentlich ganz gut gebrauchen. Jetzt haben wir mal den Stammbaum. Das sind die ganzen Adoptierten, ne? Der Fulk oder Fülk. Adnet de Toulouse. Ach, der hat ja geheiratet. Genau, die Constance. Ja, wir brauchen also, wie ihr seht, es ist wohl sicherer, diese Ketzer mit Attentätern platt zu machen. Oui, Seigneur. Vor allen Dingen, der Typ hatte halt noch einen Hexenjäger. Ach komm, ey.
Hör doch auf, zeig mir mal, stehen hier irgendwo Portugiesen. Die Reise endet für euch. Ich sehe mal keine. Wir bleiben bis morgen hier. So, den Kardinal mitnehmen. Wie wäre es mit einer Pause? Ich weiß auch gar nicht, wozu wir den denn sonst brauchen. Also ich meine, sonst ein Mönch, ja von mir aus. Aston von England, Kardinal stirbt, ja, weil wir die Seite vernichtet haben. Schön, dann haben wir damit eine unserer Siegbedingungen erfüllt. Weiteres Merkmal erlangt, Prinz Louis plus 3 Kommando, so gehört sich das. Exzellent. Feindarmee vertrieben, das war die in York. Haben wir damit ja komplett ausgeschaltet. Was kriegen wir? Ihr bekommt eine Belohnung in Höhe von 1000 Gulden. Okay. Senior. Könnten natürlich noch hier einen Wachturm hinbauen. Ich speichere mal kurz. Oui. Ach, der kommt jetzt nicht mehr zurück. Komm, dann lauf mal noch im Feld. Wie, ich kann ja... Ach, ich habe keine Kohle mehr für einen Wachturm, ne? Müssen wir irgendwas Teures ersetzen? Durch was Billiges? Wobei die Ställe nicht so teuer sind. Ja... Komm, dann mach die Straße. Wo sollen wir zuschlagen? Du baust den Wachturm. Oui. Niemand, damit ich hier Caravan im Auge habe und dann läufst du mal wieder zurück. Unterwegs. Wir rasten hier. Gut, alles klar. Nächste Runde, würde ich sagen. Ach so, oder sehen wir das im nächsten Teil? Nee, wir machen mal nächste Runde. Oui. Verberge mich, wie ihr befehlt, Senior. Ich habe vergessen, meine Generäle zu bewegen. Die Schotten wollen mir bestimmt helfen, gegen diese Rebellen dort zu kämpfen. Hier stoppe ich, Senior. Was geht mit den Portugiesen ab? Bereit. Genau, lauf mal hier hin. Natürlich. Nimm die mal mit. Senior. Verbinden die Einheiten, Senior. Das war der gute Bürokrat. Ein weiterer loyaler Mann, den wir gut gebrauchen können. Du kannst mal nach... Hm. Achso, wir müssen mal ganz kurz gucken. Leicht reizbar. Ehrlich. Es ist mir eine können wir dem natürlich auch nach Brügge. Was vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Wir haben keinen Statthalter in Reims oder in Metz. Senior. Hm. Hat negative Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung. Oui, mon roi. Dann geh doch mal nach Metz in die Burg. Errichte hier ist vielleicht gar nicht so schlecht, dort einen General zu haben. Es ist mir eine Ehre. Und dann bewegt sich unser König mal. Haben wir hier irgendwo Rebellen? Ich sehe gerade keine. Beweg dich mal hier hin. Wahrscheinlich natürlich kommen jetzt gleich hier 5 Rebellen oder so. Es nicht weiter, mon roi. Oui, mon roi. Oui, Senior. Wir greifen genau, nächste Runde, der Wind bitte. Ist aus den Segeln, Senior. Damit dieser Idiot von Portugiese mich nicht mehr weiter ärgern kann. Senior. Mon roi. Genau, der Monroe, der geht mal hier mit. Oui. Führen die Armeen zusammen. Oui. Du stellst dich mal hier hin, einfach nur um den Weg abzuschneiden. Bereit. Wir brauchen noch einen Attentäter. Haben wir schon 3 unterhaltsfreie Einheiten? Nee, ich glaube, müssten wir eigentlich, oder? Ja, dann sollten wir also auch noch eine Stadtmiliz rüsten. Oui, mon roi.
Ja, das gucken wir dann gleich mit dem Baubericht. Müssen wir schauen, dass wir dort noch eine Befehle? Stadtmiliz herkriegen. Mon roi? 44%. Wir versuchen es. Gleich. Nee, im nächsten Teil. Das machen wir jetzt noch nicht alles. Okay. Mailand hält noch so halbwegs die Füße still. Okay, gucken wir uns die diplomatischen Informationen an. Im Krieg befinden sich Polen und Ägypten, Sizilien und Venedig. Gut, okay. Sollte dazu führen, dass eine der beiden Seiten bald exkommuniziert wird. Rekrutierungsbericht. K hat eine Korge gebildet. Fortgebildet, ja, sehr gut. Dann gucken wir uns noch den Baubericht an. Paris ist fertig mit der Straße. Dann bauen wir doch direkt die Bewässerung. Die dauert zwar lange und ist teuer, aber ist halt ein cooles Gebäude. Denn die verbessert nochmal die Nahrungsmittelproduktion. Schauen wir mal ganz kurz in die Siedlungsdetails rein. Also so sind wir bei 472 und damit dann bei 524. Ja, erhöht auch nochmal das Bevölkerungswachstum. Das ist ja wichtig, wir brauchen eine große Stadt. Auf jeden Fall. Wir könnten hier auch die Ortswache bauen. Ja, jetzt bauen wir mal den Kornmarkt. New York hat die Holzpalisade fertig. Dann bauen wir jetzt die Kirche hier. Zeig mir nochmal Brügge. Dauert 2 Runden. 3 Runden. Ne, wir machen den Kornmarkt. Exakt. So, wir haben jetzt das teuerste Farmgebäude in Paris hier gebaut. Das ist, glaube ich, insgesamt läuft das hier recht gut. Außer, dass gleich ein paar Inquisitoren kommen wollen und uns anzeigen werden. Kreuzzug wächst. Polen hat sich angeschlossen. Wow, dann machen ja jetzt schon 2 Nationen mit, würde ich sagen. Und wir sind jetzt finanzmäßig auf Platz 5, aber ansonsten überall noch auf Platz 1. Okay. Ich habe eine Vermutung und meine Vermutung ist, wenn ich mir diese portugiesische Armee angucke, dass er alle seine Truppen oben hier in England hat. Oder zumindest das Gros seiner Truppen. Ich kann mir ansonsten... Ja, ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, was er sonst Habt ihr etwas hier machen wollen würde. Volk, edler Herr. Also nächste Runde... Ich bin Gottes Diener. Nächste Runde werden wir auf jeden Fall... Wir können natürlich Etienne nochmal vorschicken, dass er da nochmal guckt. Aber wir können auch hier eine Armee in Bewegung setzen. Die haben wir noch nicht fortgebildet. Das sollten wir noch machen. Wir könnten hier eine Armee in Bewegung setzen, Richtung seiner Hauptstadt. Und mal gucken, wenn er Truppen abzieht, dann hat er keine unten. Bereit zum Segeln. Wenn er keine abzieht, dann hat er wahrscheinlich auch keine unten. Also ich gehe nicht davon aus, dass er da überhaupt irgendwas unten hat. Können wir in Dijon noch... Ja, hier bauen wir noch die Stadtmiliz. Danach brauchen wir unbedingt noch einen Spion. Wir brauchen danach unbedingt noch einen Spion. Wir sind ja irgendwie so im Niemandsland. Très bien, Seigneur. Das ist ein venezianischer Kaufmann. Ja, der wirft wahrscheinlich viel Kohle ab, ne? Ne, nur 87? Ah. Ah, das ist Bernstein, oder was? Ja, Bernstein. Ja. Oh ja, interessant. Ist mir eine Ehre, Senor. Oui, Senor. Da ist Vilnius. Oui, interessant. Sofort. Ich mache morgen weiter, mon roi. Ich setze mal eine Route für dich fest. Die muss ich ja nicht sklavisch einhalten, aber einfach nur, damit ich den Jungen da nicht vergesse. Okay. Dann nehmen wir dich. Lass mal hier rüber. Hier stoppe ich, Senor. Steht hier noch auf seiner Grenze. Meine Feinde leben nicht lange. Merkt euch das. Okay. Gut, dann machen wir jetzt an der Stelle mal Schluss mit dem Teil.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder, wenn wir weiter abschlachten, anzünden, Kehlen aufschlitzen, die Rebellen vor Nottingham angreifen, den Schotten wahrscheinlich bald den Krieg erklären müssen oder sie werden uns den Krieg erklären und weiter beim Papst darum buhlen, dass wir wieder in die Kirche aufgenommen werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Salut et Fraternité.